Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Heute fahren wir mit dem RE7 von Königs Wusterhausen nach Senftenberg. Den Fahrtverlauf seht ihr hier auch schon auf der Karte. Und zum Einsatz kommt ein modernisierter Talent 2, wie wir ihn in Brandenburg jetzt fast überall antreffen können. Und hier sehen wir den Zug auch schon bei der Einfahrt. Ja, das war eine etwas merkwürdige Fahrt, denn der Zug kam ohne Ankündigung etwa 10 Minuten verspätet. Auch nicht wie üblich bereits aus Dessau, sondern begann am Flughafen BER, also nur eine Station vorher. Demzufolge war der Zug noch sehr leer. Ich habe einen schönen Sitzplatz hier gefunden. Die sind ja im Innenraum sehr schön, die Züge nach der Modernisierung. Zwei Steckdosen unten, bewegliche Armlehnen, Tische in den Vierersitzgruppen und dann gibt es auch noch die ursprünglichen Steckdosen oben, also Strom hat man hier mehr als genug. Ja, warum schauen wir uns diese Bahnstrecke an? Die habe ich euch nämlich eigentlich schon mal gezeigt, aber wenn ihr das Video gesehen habt, erinnert ihr euch vielleicht noch, da hatten wir eine größere Verspätung, deswegen war es schon ziemlich dunkel und man hat nicht mehr so viel von der Landschaft gesehen. Da hatte ich versprochen, das nochmal nachzuholen bei besserem Wetter und heute haben wir natürlich perfektes Wetter hier, deswegen schauen wir uns heute eben diese Bahnstrecke nochmal an. Hier auf dem Abschnitt zwischen Königs Wusterhausen und Lübbenau sind wir eigentlich eine Regionalbahn. Wir halten an allen Zwischenstationen, während der Regionalexpress 2 in Richtung Cottbus hier die meisten Stationen ohne Halt passiert. Früher ist hier auch eine Regionalbahn gefahren, das wurde jetzt etwas verändert, ist jetzt der RE7, verhält sich hier aber nach wie vor wie eine Regionalbahn. Landschaftlich eher unspektakulär, Abwechslung zwischen Feldern und Wäldern. Wichtigste Zwischenstationen sind hier eben Lübben und Lübbenau. Bis Lübbenau fahren wir eben parallel mit dem RE2, wobei wie gesagt der RE2 hier deutlich weniger Zwischenstationen hat. Hinter Lübbenau zweigen wir dann nach rechts ab und kommen dann auf die Bahnstrecke in Richtung Senftenberg. Dort haben wir dann den ersten wichtigen Zwischenhalt in Karlau. Hier erreichen wir jetzt aber erst einmal Lübbenau, den letzten Halt auf der Bahnstrecke in Richtung Cottbus. Und hier verlassen wir jetzt eben die Bahnstrecke und zweigen dann ab in Richtung Karlau. In Karlau besteht dann Anschluss ebenfalls nochmal nach Cottbus und in Richtung Falkenberg. Zwischenzeitlich wurde unsere Verspätung dann auch in der Bahn-App und an den Anzeigern angezeigt. Am Anfang lief dieser Zug noch pünktlich, trotz der Verspätung von 10 Minuten wurde er überall noch als pünktlich angezeigt, was dann doch ein bisschen zu Verwirrung geführt hat. Aber jetzt war er inzwischen korrekt eingetragen. Der Zugbegleiter hatte sich dann auch darum gekümmert, dass die Anschlusszüge vorgemeldet werden. Und so hat der Zug dann hier versucht, noch etwas Verspätung wieder gut zu machen. Zwischen Lübbenau und Karlau haben wir auf dieser Bahnstrecke auch keine Zwischenhalte mehr. Das heißt, hier fahren wir tatsächlich nonstop durch. Erreichen hier jetzt so langsam Karlau und in Karlau hat das dann mit dem Anschluss auch geklappt. Der Mireo in Richtung Falkenberg hat dann eben auch auf uns gewartet. Hier seht ihr ihn schon stehen, wartet eben auf unsere Anschlussreisenden. Hier ist immer ein recht knapper Umstieg in Karlau. Einerseits natürlich komfortabel, wenn die Züge pünktlich sind, aber auch sehr verspätungsanfällig, wenn es Verspätungen gibt. Überträgt die sich dann natürlich eben gleich auf die andere Linie. Wir verlassen jetzt hier die Bahnstrecke Richtung Falkenberg, sondern fahren eben weiter nach Senftenberg. Hier haben wir jetzt auch noch mal ein paar Zwischenstationen auf dieser Bahnstrecke hier, die nicht nur dem Personenverkehr, sondern natürlich auch dem Güterverkehr dient. Hier treffen wir jetzt auf die Bahnstrecke, diese ebenfalls aus Falkenberg kommend ist, so eine Verbindungsbahn, die leider nur im Güterverkehr bedient wird, nicht im Personennahverkehr.
Hier nähern wir uns dann langsam auch schon wieder Senftenberg, unserem Zielbahnhof, an, den wir leider immer noch mit einer Verspätung von über 10 Minuten erreicht haben. Hier sehen wir so die Tagebau-Folgelandschaft, Bergbau-Folgelandschaft mit den künstlich angelegten Seen. Ja, und dann haben wir uns eben Senftenberg angenähert. Da kam dann die Durchsage, dass der Anschlusszug in Richtung Dresden abfahrbereit auf Gleis 4 wartet und man bitte schnell durch die Unterführung gehen soll. Ja, das habe ich dann auch gemacht, bin rübergerannt, in den Zug gestiegen, der dann da stand, der komplett leer war. Hier sieht man den Zug stehen. Dann ist mir aufgefallen, dass der auch auf 3 und nicht auf 4 steht. Habe eine Zugbegleiterin gefunden und gefragt und sie sagte, der Zug nach Dresden war schon lange vor unserer Ankunft abgefahren. Das war dann natürlich etwas ärgerlich, sehr merkwürdig, weiß ich nicht persönlich, wie es so eine Misskommunikation da geben kann, dass unser Zugbegleiter da scheinbar eine falsche Information bekommen hat. So musste ich dann leider eine Stunde auf den Anschluss warten. Das war natürlich ein etwas ärgerliches Ende dieser ansonsten eigentlich sehr schönen Bahnfahrt und auch das Ende dieses Videos. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste dann kommt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.